Einen wunderschönen guten Morgen. Wir grüßen dich ganz, ganz herzlich am 17.03.2021 zu deinem Engel-Tagestrend und Tagesthema. Schön, dass du da bist. Heute geht es nochmal um Manifestieren. Wir haben noch ein paar Fragen zu dem Thema bekommen und die wollen wir heute nochmal aufgreifen und beantworten. Danach kommt wie immer unser Tagesorakel und ganz zum Schluss werden wir miteinander beten. Und das alles folgt für dich nach dem bekannten Intro. Ich finde es ja schön, ne, wenn man das so erlebt, dass unsere Beiträge die Leute immer so ein bisschen aufrühren und die Leute wirklich auch nochmal Nachfragen stellen, wenn sie etwas nicht so ganz verstanden haben. Und das dürft ihr im Übrigen alle, das mal gerade an der Stelle am Rand erwähnt, unbedingt nachfragen, in die Kommentare schreiben, was ihr noch wissen wollt oder andere spirituelle Themen. Immer herzlich willkommen an dieser Stelle, bevor wir zum Thema Manifestieren nochmal kommen, weil da gab es wirklich noch Missverständnisse. Wir haben ja klar gemacht, dass Manifestieren etwas ist, was dunkel ist. Mhm. Weil wir richten unseren Fokus zum Beispiel auf einen Porsche, Ferrari, ein Haus, eine Wohnung, ein Schiff, ein Boot, was auch immer. Und manifestieren. Das gelingt natürlich auch erstmal, aber das ist sehr verführerisch und das ist luziferisch oder satanistisch, wenn man so will. Das kann man gerade also in diese Richtung sprechen. Jetzt haben uns aber Leute gefragt, ob es dann wirklich immer schlecht ist, wenn man sich ein Wishboard macht. Schön. Nee, das ist nicht schlecht. Es ist schön auch, dass ihr nachfragt, dass ihr auch weiterdenkt. Also das finden wir ganz toll. Ein Vision Board ist natürlich eine gute Möglichkeit, sich seiner Wünsche und Ziele bewusst zu werden, auch seiner Träume bewusst zu werden, einfach träumen wie ein Kind. Es geht nur darum, was man dann mit diesen Träumen und mit diesen Wünschen dann weitermacht. Genau, es geht darum, nicht andere Wesenheiten zu aktivieren, sondern du könntest dir zum Beispiel eine berufliche Selbstständigkeit, wie du sie dir vorstellst, auf dieses Vision Board drauf machen und dir jeden Tag mal anschauen und dich darauf konzentrieren und dir Gedanken machen, wie kann ich das verwirklichen? Oder einfach Gott fragen, wie kann ich meine Lebensaufgabe verwirklichen? Und das als Vision dir aufzuschreiben, aufzumalen oder als Collage zu gestalten, ist gar nichts Schlechtes, überhaupt nicht. Nein, es geht um was ganz anderes beim Manifestieren. Dann richten wir nämlich unseren Fokus so sehr auf dieses materielle Ziel, und da geht es nicht um ideelle, sondern um materielle Werte, und müssen das zwangsläufig erreichen. Wir denken in Mangel, Mangel, Mangel. Und das ist natürlich dunkel, ne? Genau, das ist also sehr, sehr dunkel. Und vor allem, es führt uns ja von uns weg, es führt uns von unserer wahren Bestimmung weg, dass wir einfach unsere Spiritualität leben, dass wir im Endeffekt unser Sein leben. Und das leben wir ja zum Beispiel mit unserer Berufung, das leben wir, wenn wir in die Natur gehen, aber wir leben das nicht, wenn wir mit dem Porsche fahren. Das ist zwar auch mal kurzfristig schön, aber es erfüllt uns nicht. Gibt so das Hype-Gefühl, genauso wie die Nadja, wo unwahrscheinlich gerne Achterbahn fährt, Alpenexpress im Europa-Park zum Beispiel. Das halte ich jetzt für ein Gerücht, das war jetzt ein Seitenhieb. Weil das muss sie immer allein fahren. Nein, sie ist beim Alpenexpress im Europa-Park damals mitgefahren. Das muss ich jetzt gerade richtig stellen. Ne? Nadja ist mit Achterbahn gefahren und hat auch dieses kurzfristige Glücksgefühl, was die Achterbahn dann in uns erzeugt, natürlich realisiert. Und ähnlich ist der Porsche. Das war ein Missverständnis, dieses Alpenexpress, und ich bin 1000 Tote gestorben. Sie hatte so viel Spaß wie noch nie in ihrem Leben, aber das will sie noch nicht zugeben. Das ist ihr kennt ja die Damen, die immer die dann nicht zugeben wollen, wenn es doch Spaß gemacht hat. Ne? Das wisst ihr ja. Ja, muss man den auch mal erzählen. Ja, ja. Ne? Also ja, ja. Und das ist ähnlich, wenn ihr jetzt einen Porsche habt, der 250 Sachen oder 300 Sachen in der 300 Kilometer in der Stunde im Zweifelsfall macht. Ihr habt vielleicht eine Autobahn, wo ihr den richtig ausfahren könnt und da drückt ihr aufs Gas und sitzt so im Sitz. Der Bauch kribbelt, alles Glückshormone werden wach, und das ist so ähnlich. Ne? Man kann das so ähnlich beschreiben. Und wenn ihr dann den Porsche wieder in der Garage stehen habt, dann ist das Glücksgefühl vorüber. Wenn ihr aber euch einfach auf Glück fokussiert, ihr könnt zum Beispiel Bilder von euch selbst auf das Vision Board machen, wo ihr strahlt, wo ihr lächelt, wo ihr euch glücklich gefühlt habt. Das funktioniert sehr gut, weil dann guckt ihr euch selber an, dann richtet ihr euren Fokus auf euch selbst und einfach grundsätzlich darauf, glücklich zu sein. Und dann könnt ihr euch jemand wieder die Frage stellen, mit Gott, mit dem Heiligen Geist beraten, was kann mich glücklich machen, was führt zu meinem Glück und was kann ich tun? Das ist nämlich der große Aspekt. Und ihr gebt nicht an andere Wesenheiten ab zur Wunscherfüllung oder ähnliches. Was wir tun in der Wunscherfüllung ist ja auch etwas anders. Natürlich könnt ihr euch alles wünschen. Wenn wir eine Wunscherfüllung aktivieren, das haben wir ja Silvester auch gemacht für euch, dann übergeben wir alle eure Wünsche an Gott.
Und was eurem höchsten Wohl entspricht, das bekommt ihr. Und was nicht eurem höchsten Wohl entspricht, das bekommt ihr eben nicht. Eben. Behaupte ich einfach mal. Genau. Und es geht einfach darum, grundlos glücklich zu sein. Und aus dieser Intention, grundlos glücklich zu sein, möchte man auch, dass die anderen Seelen und Menschen grundlos glücklich sind. Das heißt, man überlegt sich dann auch, wie kann ich meine Gaben und Fähigkeiten zum Wohle des anderen Menschen einsetzen. Und das ist genau das, um was es geht. Und jeder, der das versucht hat, wird es auch merken, wie schön das ist. Denn was kann es Schöneres geben, wie spontan in einer spontanen Situation einem anderen Menschen zu helfen, ihm eine Hand zu reichen, ihm eine Unterstützung zu geben und das Strahlen in den Augen zu sehen, auch die Dankbarkeit zu erleben, die einem zurückgegeben wird, wenn wir einfach helfen. Das sind echte Glücksmomente und das ist Nächstenliebe. Und das ist eigentlich das, was von uns gefordert ist und nicht irgendwelche materiellen Manifestation. Weil dann verlieren wir uns und verlieren den eigentlichen Sinn und Zweck unseres Lebens nämlich aus den Augen. Weil am Ende des Lebens bleibt nicht der Porsche, bleibt nicht das große Haus, sondern bleibt das, wo waren wir Mensch, wie war unser Sein, was haben wir in dem anderen bewegt, und da bewegt es nicht, ah, die hatte mal einen tollen Porsche, sondern die war höflich, die war hilfsbereit, die war aufmerksam, die hat mir geholfen und dergleichen. Ja, aber stell dir mal vor, jemand lässt sich beerdigen und sagt, er möchte das alles mitnehmen. Was brauchst du dafür? Eine große Kohle. Ja. Also, was denn das alles darunter dann soll? Ne? Also, ja, gut, hatten wir ja früher bei den Pharaonen. Nee, da wurde ja alles in den Pyramiden mitgenommen. Ja. Aber mit auf die andere Seite konnten auch die Pharaonen nichts davon nehmen. Und das ist, aber alles, was wir gelebt haben, jedes Glücksgefühl, jedes Glück und jede schöne Dinge und alles, was wir Gutes getan haben, das können wir mitnehmen auf die andere Seite. Und das ist toll. Das wird in unserer Seele nämlich nie verloren gehen. Der Porsche ist weg. Ja. Und das ist vielleicht nochmal was zum Wachrütteln und nochmal deswegen manifestieren. Teil 2 heute. Und jetzt kommen wir zum Tagesorakel. So, ich mische die Lenormand-Karten der goldenen Zeit, uns die Engel zu fragen, was sie uns für den heutigen Tag mitgeben möchten. Da war eine umgeknickt. Die knicken wir gerade wieder richtig rum. Genau, wir wollen schauen, was die Engel uns sagen. Da fällt eine raus, da gucken wir noch nicht, was rausgefallen ist. So, wir wollen schauen. Wir haben die Mäuse, wir haben den Bären und wir haben den Hund. Es kann also gut sein, dass du dich heute in deiner Macht und in deiner Kraft ein bisschen eingedämmt und eingetrübt fühlst. Das zeigen die Mäuse so an. Vielleicht bist du ein bisschen kraftlos, vielleicht bist du ein bisschen müde, vielleicht bist du einfach ein bisschen ausgelaugt. Wichtig ist einfach, dass du heute sehr ehrlich mit dir selbst umgehst, das zeigt der Hund. Auch sehr ehrlich mit deinen Kräften haushaltest. Vielleicht ein bisschen mehr rausgehst, vielleicht ein bisschen mehr in die Natur gehst, einfach mal ein bisschen Sonnenstrahlen zulässt. Egal wie das Wetter bei dir heute ist, die Sonne scheint nämlich immer, ne? Auch wenn man sie nicht sieht oder wenn sie Tränen lacht. Ja, und ich muss der Nadja ja auch manchmal sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung, nicht wahr? Genau. Muss man manchmal dabei sagen. Ich bin nämlich bei jedem Wetter draußen und ich kann euch sagen, das tut wirklich gut. Solltet ihr tun, also wirklich Batterien aufladen, ein bisschen auftanken heute. Man fühlt sich einfach ein bisschen kraftlos allgemein, sozusagen. Sonst fängt mit der ganzen Energie zusammen, die auf uns einfließt. Ja, und das wird gerade bestätigt durch die Karte, die Sonne. Das heißt, wir haben heute sehr viel Energiefluss, Energie strömt ein. Das führt letzten Endes auch zu viel mehr Lebensfreude und mehr Power und Kraft. Aber heute haut es uns vielleicht ein bisschen um. Genau, also es geht auf jeden Fall darum, dass man diese Wahrnehmungen, diese Signale des Körpers nicht übersieht oder auch dagegen ankämpft, indem man sagt, nee, ich muss doch funktionieren und ich habe die und die und die Termine und ich habe mir das und das vorgenommen, sondern hört auf euren Körper, geht gut mit eurem Energiehaushalt um, tretet nicht nur ein, sondern zwei Schritte zurück, guckt, dass ihr wieder zu euch kommt, das gelingt euch am besten in der Natur, seid euch da selber treu, seid euch da selber wichtig und dann wird es ein optimaler Tag. Genau, und jetzt gucken wir noch ins Kraft der Engel-Orakel für euch, dass wir auch gucken, was diese Karten wieder für euch bereithalten oder zusätzlichen wertvollen Impulsen für heute bieten können. Wir wollen schauen. Wir haben die Schwangerschaft, liebe Verstorbene und Veganer. Was diese Konstellation einfach sagt, ich fange mal mit der Ernährungskarte gerade an, heißt einfach wirklich heute leichte Kost, leichte Ernährung, nicht zu sehr belastend, viel pflanzliche Kost ist gut, viel Obst und Gemüse heute essen, einfach um den Körper nicht zusätzlich zu belasten, wenn du dich schon so kraftlos und energielos heute fühlst. Die Schwangerschaft, ja, und die Schwangerschaft kann natürlich theoretisch tatsächlich heißen, dass jemand schwanger wird heute, aber grundsätzlich heißt es, dass heute Ideen geboren werden können, die in ca. 9 bis 10 Monaten
Monaten Realität werden können. Liebe Verstorbene unterstützen dich heute sehr, sehr stark, sind an deiner Seite. Guck mal, wer kommt dir jetzt in diesem Augenblick aus deiner Ahnenlinie, aus deiner Familie, Freundschaft oder wie auch immer, der schon herübergegangen ist, in den Sinn. Und es handelt sich dabei nämlich um die Person, die heute mit dir sprechen möchte. Halte inne, sprich mit ihr, kommuniziere mit ihr, vielleicht verstehst du ihre Botschaften und falls nicht, bin ich gerne in einer Beratung für dich da und stelle einen Jenseitskontakt zu deinen lieben verstorbenen Menschen her. Genau, gut, vor allem bekommst du auch den Kontakt zu dir und zu den Verstorbenen in der Natur oder auch da an Orten, wo sie sich wohlgefühlt haben. Lass dich da einfach führen, lass dich da einfach überraschen, hör auch auf deine Intuition, was deine Seele dir sagen möchte, was momentan an neuen Ideen geboren wird, was du vielleicht schon lange vor dir hergeschoben hast. Jetzt ist es die Zeit, das definitiv ins Leben treten zu lassen, das definitiv angehen zu lassen. Ganz genau. Und jetzt wollen wir jeden Morgen und jeden Abend noch miteinander beten. Erzengel Michael schickt dir heute die Karte Sinn für Humor. Ist gerade wichtig, gerade wenn man sich so kraftlos fühlt, kann Lachen natürlich ganz, ganz, ganz wertvoll sein. Wenn du dein Lachen wieder entfaltest, wenn du deinen Sinn für Humor in deiner Seele entwickelst, dann geht es dir gleich besser, dann kriegst du mehr Kraft. Also macht es auch Sinn, vielleicht dir mal was Lustiges anzuschauen, vielleicht einfach mal einen schönen lustigen Film, eine lustige Serie oder auch eine Witze-CD, völlig egal. Das, was dir gefällt und das, was dich heute zum Lachen bringt, das ist gesund für dich, sagt dir diese Karte. Und dafür wollen wir beten. Lieber Gott, lieber Erzengel Michael, danke, dass ihr mir helft, den Humor in allen Situationen zu sehen, damit ich liebevoll über die menschliche Natur lachen kann. Ich bin bereit, meine Erfahrungen in einem neuen Licht zu sehen, um Liebe und heilende Energien in mein Leben zu bringen. Amen. Amen. Erzengel Raphael bekräftigt das Tagesorakel, weil er schickt uns die Karte Sonnenlicht. Also es ist wunderschön, dem ist ja nichts hinzuzufügen. Wir sollen auf jeden Fall Sonne tanken, sondern die Sonne heute nicht bewusst da sein. Sie ist auf jeden Fall hinter den Wolken, nimmt Verbindung zur Sonne auch, auch wenn es regnet, auch wenn sie Tränen lacht, nimmt einfach Verbindung zu der Sonne und auch zu der göttlichen Zentralsonne auf, badet in dieser Sonne und euch wird es um einiges besser gehen. Und wir bitten zusätzlich Erzengel Raphael jetzt noch da um Unterstützung. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, bitte helft mir, mich in einer geschützten, gesunden Weise am Sonnenlicht zu erfreuen. Amen. Genau, und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Tag bewachen und er führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe und bis heute Abend. Udo Wolfmann und Natti Haufendörfer. Tschüss.